Essay vorgestellt werden, sind Science Fiction, Philosophie der Wissenschaft, Sci-Fi. Sie sind wissenschaftlich, insoweit sie auf Erfahrungsergebnissen der Physik, Physiologie, Pharmakologie, Genetik, Verhaltenspsychologie und am wichtigsten auf denen der Neurologie beruhen. Sie sind fiktiv im Sinne Wittgensteins, das heißt, alle Theorien und Spekulationen über die Lehrsätze der Naturwissenschaft sind subjektiv. Andere Philosophen, insbesondere christliche Theologen, statistische, Materialisten und marxistische Dialektiker, geben andere Interpretationen über denselben Gegenstand einer wissenschaftlichen Tatsache. So populär solche Theorien auch sein mögen, sind sie doch ebenso fiktiv. Die Geschichte lehrt, dass Philosophien, die als akademische Dogmen akzeptiert oder durch legale Strafsanktionen erzwungen wurden, nicht notwendigerweise weniger fiktiv sind als solche, die verfolgt und zensiert wurden. Tatsächlich gibt es soziologische Beweise, dass wissenschaftliche Fiktionen ausgesprochen unterdrückt werden, wenn sie nur den Anschein erwecken, mehr für das menschliche Wissen und die Freiheit beizutragen, als die defensiven Orthodoxien, die sie herausfordern. Wir erinnern an Sokrates, Darwin, Kopernikus, Galilei, Pasteur und die Zeugen Jehovas in Spanien. 7 Stadien des Lebenszyklus. Es bereitet uns ein Vergnügen und steigert unser Freiheitsempfinden daran zu glauben, dass sich die Spezies, bekannt als Homo sapiens, durch einen Lebenszyklus von 7 Stadien entwickelt. Jedes dieser 7 Stadien menschlicher Metamorphose bringt eine Lebensform zur Darstellung, die ebenso offensichtlich von den vorausgehenden und nachfolgenden Phasen unterschieden ist, wie die larvale Raupe vom ungestalteten Schmetterling unterschieden ist. Jeder der 7 Zyklen des menschlichen Lebens schließt dramatische Veränderungen in der Morphologie, dem Verhalten, der Physiologie und am deutlichsten in der neurologischen Funktion mit ein. Trotz der Tatsache, dass diese Veränderungen sogar dem ungelehrtesten Beobachter offensichtlich sind, sind die psychologisch-philosophischen Implikationen dieser 7 Stadien durch Wissenschaftler und Philosophen bisher weder zugegeben noch verstanden worden. Das mag daran liegen, dass die menschliche Spezies im Begriff ist, sich selbst durch dieselben 7 Stadien zu entwickeln und bis vor kurzem fast ausschließlich durch grundlegende primitive Überlebensprozesse biologisch, politisch, technologisch und sozial okkupiert gewesen ist. Analog hierzu würde eine Gemeinschaft erdgebundener Raupen neurologisch an der Erkenntnis gehindert sein, dass der Schmetterling eine spätere Version, sowohl phylogenetisch als auch individuell, ihrer selbst ist. Die wissenschaftlichen Fakten über das Nervensystem und den DNS-Code, jetzt bereits in jedem Junior College App verfügbar, können durch ein 7-jähriges Kind verstanden werden. Diese Fakten sind in jüdisch-christlichen Vorstellungen von der menschlichen Natur so fremd, dass sie unterdrückt worden sind. Unbewusster Widerstand gegenüber offenkundigen Beobachtungen und wissenschaftlichen Ergebnissen ist ein alltäglicher Vorgang in der Entwicklung menschlichen Wissens. Wir sind mit der Tendenz vertraut, Tatsachen unter Tabu zu stellen, die das orthodox-monotheistische religiöse Dogma stören. Die Entdeckung des seriellen Imprinting des Nervensystems und das Erkennen der Implikationen einer bilateralen Asymmetrie im Kortex, Großhirnrinde, mögen der bedeutsamste Quantensprung in der Geschichte menschlichen Wissens sein. Mein Beatnik Atem, eine alte grüne Stille. Ein Atem wie ein Raubtier am Rand seines Bezirkes. Ein Atem, der den Körpern erst durch neue und unhörbare Teufels packte. Am Schauplatz des Muskelgewebes, der Sehnen und der Lymphe zu eigen ist. Trinkt unsere Häuser in Gelächter, indem wir erahnen, was wir lieben könnten, verschwindet dieses kreisförmige Bewusstsein aus meinem Sprachschatz
meiner Körperhaltung. Eigenschaften des Dreieckes. Welche bekannten Körper haben Dreiecke zu Begrenzungsflächen? A. Beziehungen zwischen den Winkeln eines Dreieckes. Paragraph 59. Zwei Winkel Alpha und Beta eines Dreieckes seien gegeben. Konstruiere den dritten. Ausschneiden und nebeneinanderlegen von Alpha und Beta, abschätzen von Gamma. Paragraph 60. Aus zwei Winkeln Alpha und Beta eines Dreieckes den dritten zu berechnen. Erstens. Alpha gleich 49 Grad 17 Minuten. Beta gleich 57 Grad 38 Minuten. Es gab Geschichtslektionen, die wir nur überlebten. Kraft eines Sonnenlichtes, das uns schimmern machte. Engelhafter, unmenschlicher Anmut unseres Fleisches, angesichts seiner Macht und Sünden zu bezeugen, die uns nichts offenlegte, als eine neue Syntax des Stöhnens unter den brandenden Ahnungen von einer Allegorik auf den Wandgemälden der Kriegerkasten goldener Zivilisationen. So, als seien wir auserwählt. An den erlauchten Herrn Michel von Castelnau, Seigneur de Mauvissière, Concresseau und Joinville, Ritter des Ordens des allerchristlichen Königs, Mitglied seines Geheimen Rats, Hauptmann über 50 Wachleute und Botschafter bei der allerdurchlauchtigsten Königin von England. Hierarchie der Engel, Katholizismus, wenn ich, sein Gottesstaat, erlauchter Ritter, den Flug über das Feld führt, eine Herde weidete, einen Garten bebaute, ein Gewand flickte, niemand würde mich hinsehen, wenige würden auf mich aufmerksam, von den allerwenigsten würde ich mit Vorwürfen bedacht, und ich hätte es leicht, allen zu gefallen. Da ich aber nun das Feld der Natur... Ich bitte euch, übernehmt die Macht in den Betrieben. Die Erquickung der Seele bemüht bin, guten Samen in das Erdreich des Verstandes zu senken, begehe und statt auf die Trachten der Menschen auf das Trachten des Intellekts mich verstehe. Vielleicht bedroht mich jeder, kaum dass er mich erblickt, fällt mich an, kaum dass er mich näher ansieht, beißt mich, kaum dass er mich erreicht, verschlingt mich, kaum dass er mich zu fassen bekommt. Und es ist nicht einer allein, nicht einige wenige sind es, es sind viele, ja fast alle. Wollt ihr verstehen, woher das kommen mag? So sage ich euch, dass der Anlass dafür die Allgemeinheit ist, die mir missfällt, das gemeine Volk, das ich verabscheue, die große Menge, die mich unbefriedigt lässt, funktioniert doch alles nicht, die mich entflammt. Durch sie bin ich auch in der Untertänigkeit frei, auch im Leid zufrieden, in der Bedürftigkeit reich und lebendig, auch im Tode. Um ihretwillen fühle ich keinen Neid auf jene, die bei aller Freiheit Knechte sind, in aller Lust nur leiden, bei allem Reichtum arm sind und im Leben tot. Denn sie haben im Körper die Kette, die sie fesselt, im Herzen. Ich bitte euch, übernehmt die Macht in den Betrieben. In der Seele der Irrtum, der sie krank macht, im Geist die Trägheit, die sie tötet. Denn da ist kein großer Sinn in ihnen, sie zu befreien, keine Langmut, sie emporzuheben, kein Glanz, sie zu erleuchten. Was? Ja, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren. Was? Zu beleben. Ja, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren. Was? Zu beleben. Ja, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren. Was? Zu beleben. Ja, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren. Ich darf mich sehr freuen, Sie heute Abend Fuß von dem rauen Pfad zurück zu begrüßen. Auch nicht. Es gibt etwas ganz Besonderes, ein Seminar, das Sie Ihr Leben lang nicht vergessen werden. Es auch geht um Motivation, wer könnte das erleben? Jeder fühlt sich mal scheiße. Feind, man sich entgegenstellt, auch nicht man überlebt, gleichsam bringt man sich die Augen von dem göttlichen Gegenstand fortwende, höre ich mich dafür zu meisten einen der mir darauf daher, gedacht sei, scharfsinnig zu scheinen, als wahrhaftig zu sein, mir darauf aus neue und falsche Lehre ins Leben zu rufen, als darauf ich bitte euch, übernehmt die Macht in den Betrieben!
Schriftsteller, der auf der Jagd nach dem Glanz des Ruhms die Finsternis des Irrtums verbreitet, oder einen ruhelosen Geist, der die Gebäude wohlgeordneter Wissenschaften umstürzt und an ihrer Stelle Gewinde der Verderbtheit aufrichten will. Du musst mal was machen. So mögen denn, Herr, die heiligen Menschen alle Wohnungen, Haus und Hof und so umtost von Licht und Dunkel, mit Lichtgesicht und Dunkelgesicht einen Gesang anheimgesetzt, der immer so weitergeht, und wenn ich wegschaue, gerade wenn ich wegschaue. Gut, wir fangen mit einer ganz einfachen Übung an. Wirklich sehr einfach. Spielplatz, Katastrophen, Parkland, Panorama. Sie hören Radio, ja? Aufsichtsperson. Radio? Hören Sie? Traurigen Augen. Kann ich ruhig trauen, etwas zu sagen? Das Silikon. Sie hören Radio? So kleine Geräte, die Sonnenbrillen, nicht, soweit das Auge reicht. Hören Sie nicht. Oh Mann, das ist traurig. Ein Mensch, der kein Radio hört dabei, ist das der Prozess, der am besten erklären kann, wie tägliche Motivation beginnen kann. Sie fangen einfach an, ein Interview, es ist ganz einfach. Sie überlegen sich als erstes, was stelle ich für eine Frage? Eins ist gewiss, Melodio, wenn wir die Sinne zu Richtern machen oder wenn wir ihnen auch in die Vorrangstellung einräumen, welche Wirkung das sie vom Gefängnismädchen mit den leicht aufgeschlossenen Augen und dem Traum der großen Freiheit auf das Einzige selber war. Vielleicht etwas anderes? Beginnt nun, wenn es euch recht ist, mich zu belehren. Ich habe gehört, Joggen soll sehr motivationsfördernd sein. Einfach eine Stunde, zwei Stunden, jeden Tag. Und schon wird es leicht, am nächsten Morgen aufzutreten. Wohlan denn, bringt eure Gründe vor. Das Licht macht Pause auf so Kältekörpern, Lichtgefrierung, kommt das Licht und macht so Pause. Kommt auf Kälte ganz von selbst, so und blau geht auf. Macht das Licht Blaupausen von so Körpern und dann ist es dunkel. Blau ist dann und dann beginnt, weißt in die Renaissance. Das blaue Schamhaar, heilige Maria Magdalena, bitte für uns jetzt. Und so die Nacht beginnt, die Tage liegen anderswo begraben. Dein kobaltblaues Schamhaar, heilige Maria Magdalena, bitte für die neue Mondfrau fresse jetzt die Nächtlichkeit von Lachka. Der Krüppelchor nimmt Aufstellung zur Elefantenhoheit, die im Handumdrehen vollzogen wird. Duftende Mädchen entkleiden die Elefanten unter Knarzer-Kranz-Sommerklängen. Stoßzahn an Stoßzahn reibt sich im Getöse. Sind wir im Hengstkatalog? Ja, wir sind im Hengstkatalog, im Hirschlexikon, im Hahnenregister. Wir kreuzen Cocktailganter mit elefantösen Schmuddeltieren. Was dabei rauskommt, sieht der Schöpfer erst am siebten Tag. Da aber hat er Feierabend. Schade. Feuerlaufen! Aber sehr gut, Scherben gehen aus. Im Hintergrund jemand bereit? Ein Miserere, ganz steil feierlich. Wir übergeben dem lieben Gott zur Feier des Tages einen Ordner mit unseren Stücken. Komm, laufen. Hier, da. Einfach, was ich mach's vor. Hier ein Organum. Geht so. Haben wir nicht von allem Anfang schönster Zier geflogen? Mein artig Wurstfackel. Ja, das ist schon sehr gut. Und wirkt es schon? Fühlen Sie sich besser? Ja, ja, ja! Und dann ein großes Ja! Dann lauschet! Es wirkt! Lauschet. Sie sind gerettet! Ja! Lauschet, ach! Des Rumpfens ist kein End in Ewigkeit! Ich bitte euch, übernehmt die Macht in den Betrieb. Halt, 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 stopp! Also so geht's nicht! Wenn das Stück aus ist, bestimmt immer noch ich. Ist die Eins dein Gott?
Das T am Ende der Namen kennzeichnet im Altägyptischen die Endung eines weiblichen Wortes. Wie wir schon in der Einführung erfahren haben, ist Hadith männlich, der Wahrnehmende, Kraft, Nuit weiblich, das wahre Genommene, Form. Das Liber Al verwendet die weibliche Endung E immer dann, wenn die Kraft in Erscheinung tritt, wenn sie Form annimmt. Die eigentlichen Namen dieser Götter sind deshalb Nu, Had, Rahor, Ku. Had, der Bewusstseinspunkt, der Wahrnehmende, ist die Offenbarung der Nuit, weil er sie wahrnimmt. Nuit kann nur durch Had offenbart werden, da sie sonst nicht wahrgenommen werden kann. Das Komplement des vorliegenden Verses ist 2-1, Nu, das Verbergen von Hadith. Denn Had kann auch in seiner aktiven Form niemals wahrgenommen werden. Er ist immer der Wahrnehmende. Wenn er aktiv ist, heißt das, er befindet sich im Zustand des Wahrnehmens. Wenn er aktiv ist, heißt das, sie befindet sich auf der Gesten und Säumnisse sind verboten. Im Traum von einer Kalaschnikow läuft Joshua herum, die AK-47 Gottes, wie im Kinderlied. Gewissheiten, Hölzernheiten sind verboten, der Respekt vor den Propheten schwindet. Und die Frage, welche Schriften eigentlich als heilige Schrift gelten und welche nicht, ist im Lauf der Geschichte nicht immer gleich beantwortet. Ich fühle mich schon so viel besser. Das Alte Testament ist erst in den letzten vorchristlichen Jahrhunderten zu dem auch im Protestantismus geltenden Korpus von 39 Schriften zusammengewachsen und damit zugleich gegen andere Literatur abgegrenzt wurden, die eben dadurch von der gottesdienstlichen Vorlesung in den Raum das Splittern des Gesanges. Engelhaft unter den Schritten Joshua abknallt, wenn er ins Licht tritt. Rache für Jericho! Rache, weil Brosa verboten ist. Und er bedauert, weil der Respekt vor den Propheten schwindet. Aber gegen dich fällt wieder Bebel des Willens. Gebe der Himmel, dass der Leser erkühnt und augenblicklich von grausamer Lust gepackt, gleich dem, was er liest, seinen steilen und wilden Weg durch die trostlosen Sümpfe dieser finsteren und gifterfüllten Seiten finde, ohne die Richtung zu verlieren, denn wofern er nicht mit unerbittlicher Logik und einer geistigen Spannung, die wenigstens seinen Argwohn aufwiegt, an diese Lektüre geht, werden die tödlichen Emanationen dieses Buches seine Seele durchtränken, wie das Wasser den Zucker. Es ist nicht gut, dass jedermann die folgenden Seiten lese, nur Einzelne werden diese bittere Frucht gefahrlos genießen. Darum, bevor du, scheue Seele, tiefer eindringst in solch unerforschtes Ödland, lenke deine Schritte rückwärts und nicht vorwärts. Höre wohl, was ich dir sage. Lenke deine Schritte rückwärts und nicht vorwärts. Den Augen eines Sohnes gleich, der sich ehrfurchtsvoll von der erhabenen Betrachtung des mütterlichen Antlitzes abwendet. Oder vielmehr wie ein unabsehbarer Winkel und sehr nachdenklicher Kraniche, der zur Winterszeit mit vollen Segeln gewaltig. Das Schweigen zieht zu einem bestimmten Punkt am Horizont entgegen, wo sich plötzlich ein seltsamer und heftiger Wind erhebt. Vorbote des Sturms. Griechische Tragödie. Also ich fühle mich schon viel besser. Die kleinen Mädchen verstehen nicht. Es ist ganz anders. Danken sich um Puppen, denken Wasser ist warm. Licht im Haus ihres Onkels. Frühling ist wundervoll. Die kleinen Jungs verstehen sehr gut. Da liegt was in der Luft, ich weiß es auch nicht. Es ist wie ein roter Faden, der durch alles geht. Ha. Aber sind Sie auch motiviert? Wollen wir nicht zusammen ein bisschen trainieren? Es ist ganz einfach, wir gehen jetzt einfach eine Runde lang und dann, wichtig ist es, auf die Zehenspitze zu achten. Wir können auch, wenn Sie das lieber möchten, Mantra-Übungen machen und uns ganz auf unsere Mitte konzentrieren oder vielleicht auch etwas anderes tun. Ein Bier ist sehr ungesund. Also ich würde Ihnen wirklich davon abraten. Bier zerstört Ihre Seele, wussten Sie das nicht?
Sie können nicht mehr denken. Es ist wirklich schlimm. Glauben Sie mir, ich war lange Zeit bei den Indios in Südamerika und die hatten alle keinen Brustkrebs. Doch, ich kann das belegen. Ich habe Zeugen dabei. Fragen Sie doch die anderen. Ja, kommen Sie mit. Es ist alles kein Problem. Ach nicht. Wieso? Es macht Spaß, es macht Freude. Sie vielleicht ein bisschen spazieren gehen, das ist gesund, es tut gut. Ihr, das ist tragisch. Ich bitte euch, übernehmt die Macht in den Betrieb. Es ist schon zu spät. Copyright 1959 bei dabei ist es doch so wichtig, auf die Gesundheit zu achten, weil die Gesundheit ist alles, was uns am Laufen hält. Wenn wir nicht gesund sind, können wir dann denken, arbeiten, kreativ sein. Nein, es geht nicht, ich weiß es genau. Glauben Sie mir. Without permission in writing from the public, aber except by a reviewer who may quote brief passages in an argument, any members of any institutions wishing to prepare on all of the work for classrooms used, or publishers who would like to obtain permission to include the work in an anthology, should send their inquiries to Groove Atlantic Incorporated, 841 Broadway, New York. Das. Noch nicht. Nicht. Gut. Gut. Noch nicht. Wir konzentrieren uns. Noch nicht. Wir konzentrieren uns sehr stark. Wir konzentrieren uns sehr stark auf unsere innere Mitte. Wenn jetzt vielleicht ein paar Leute mit mir das machen würden, das ist so ein gemeinsamer Geist, eine Spiritualität, die sonst kaum wiederkommt. Es ist ganz einfach, wirklich. Du wirfst doch alles durcheinander. Wichtig ist es, sich unbequem hinzusetzen. So unbequem, also es muss wehtun. Ja, es muss wehtun, das sitzen. Egal. Tut das weh? Okay, also das ist schon mal ein Anfang. Den Anfang jetzt, also es tut das sehr weh. Wir brauchen keinen Anfang. Es ist nicht angenehm, oder? Ja, es tut ziemlich weh, ich habe auch keine Schuhe an. Aber das ist der wichtige Teil. Weil nun frei von allen wichtigen anderen Empfindungen können wir uns konzentrieren. Ganz auf den Geist. Wir können denken. Und für einen Moment sammelt sich vielleicht eine genug Energie, um zu sagen, Decker! Ja! Der Wind, allweil jetzt! Aber ich frage es, ich fliege ohne Radio. Ich habe bei mir eine Quadratlampe, ein Rollschädel, einen Ich-Zerknirscher, ein Heftchen Ernst-Fuhrmann-Dramen, eine Hacke, eine Säge, zwei Paar Antennendraht, drei Kanister Hanfstullen. Ich fliege über den Ozean und drunten in der Stube hocken Huflattich und Stümper und schreiben ein Stück. Ich aber ziehe mir den Strumpf über die Nase. Auf, jawohl. Ich werde euch lehren, was es heißt, den Transportfrieden zu gefährden. Lange schon habe ich keinen Weltuntergang mehr gemacht. Ein gräuliches Labyrinth lässt sich nicht vorstellen. Rauschenbach suchte damals nach seinem Onkel Ricardo, ein entfernter Verwandter, der einen Heidehof beschrieben haben sollte in einer seiner Tragödien. Oft saßen wir bis 1:30 in verwinkelten, entlegenen Stuben der großen Bibliothek, die sich nicht einmal tagsüber die Bibliothekare trauen. Wir wirbelten Hefe auf in den alten Folianten. Wir brachen auch am heiligen Toten Sonntag in Friedhöfe ein. Am Bußtag schaufelten wir Kränze von den Gräbern, entzifferten verblichene Grabsteininschriften in der Hoffnung, den Onkel Ricardo zu finden. Man verwechselt diesen Ricardo ja oft mit einem Senator gleichen Namens, aber der hatte es zu toll getrieben. Jedenfalls zogen wir spät nachts dann in Kneipen, nur um den Tag zu erwarten zur Fortsetzung der Nachforschung. Pausenlos.
Pausenlos stellten wir Nachforschungen an, befragten die Bewohner ganzer Straßen, Züge, immer Abschläge, immer Zurückweisungen. Wir strandeten am Unwillen, am Abscheu einer Bevölkerung, die in allem verschworen auf ihrem alten Trottoir einherstapfte. Eines Nachts kam der Anruf tief aus Mariendorf, einer Vorstadt von Reval damals noch, die Einwohner sämtlich Analphabeten. Ja, man habe alles beobachtet, das wilde Schreiben bei reichlich Bockbier und Hafercreme. Den Onkel Ricardo habe man gesehen, wie er einen vollen Pokal aus der Stubentür herausgeschleudert habe mit dem Ruf: Hier, ihr alten Rindsfiguren, sowas! So ähnlich habe es geklungen. Naja, ich will nicht ausschweifen, man will die Bälle zurückholen. Ich trete ins Abseits, man hat mich nicht zu Ende arbeiten lassen. Eine Brotrente soll mich abspeisen. Aber ich werde eines Tages den Schleier der Archive lüften, denen ich einst vorstand. Und da wird es kein Halten geben für so manchen. Aber wir wollen uns ja nicht gehen lassen. Man muss gut gelaunt an den nächsten Tag herangehen. Man muss Energie sammeln, man muss Fantasie entwickeln, sonst kann man im alltäglichen Beruf auch nichts werden. Sie müssen doch einen guten Grund haben, um jemanden zu entlassen beispielsweise. Das geht doch nicht einfach so. Nein, da geht es um viel mehr, da geht es um unsere Gesellschaft, um unsere Kultur. Und wir haben Kultur. Es geht darum, was wir sind, was wir werden, was wir haben. Bitte sprechen Sie nicht davon. Es gibt Elemente, die sich fügen. Ganz so, wie wir damals im Rausch der tiefen Natur. Ganz so, wie wir. Darf ich mich vorstellen? Gattus Jacoby Smith, zu Ihren Diensten. Warum? Ich diente 32 Jahre in der Alpha-Blende als Unterwürfiger. Aber dies sind nur Zahlen. Wo immer er im Freien steht, wird die Architektur in seinem Rücken wesenhaft. Er schwitzt nicht, er atmet leise und nur halb so gleichmäßig. Die Stimmen, die er hört, sind immer Echos. Ein Sturm könnte aufkommen, flüstert er. Und weil die Neigung seines Kopfes nach hinten der des Mantelbaumgehäßes, das über ihm entspricht, könnte er weinen, wie er zusetzt. Wie er hinzusetzt, also Gesprächssituation. Aber was er da sagt, gilt seiner fiktiven Begleiterin, der sexy Susi, die neben ihm steht. Großglatzäugig, stoßatmig, durch und durch Jungs. So, unter ihren Füßen wird die Welt ganz klein. Und weil sie ihm nicht antwortet, geht er hinaus in den Regen. Gesegneter Boulevardmensch, also mit der gesegneten Einsamkeit und seinem gesegneten Gehör, seine sexy Sukuba, wie sie ihm auf dem Mittelstreifen hinterher trauten. Sauberkeit ist der Wichtig. Ist der erste Kopfball, das hat er ja sich so gemacht. Jetzt sollten wir nochmal eine Übung machen. Ein Freiwilliger, eine Freiwillige. Es macht Spaß, es macht Freude, Sie kriegen Motivation, es ist unglaublich. Ja, jemand, irgendjemand? Hier? Es ist wirklich nicht schlimm, es tut nicht weh. Sie werden sehen, Sie fühlen sich viel besser. In der von Konsum überfüllten Welt sollten Sie auch mal zurückkehren zu Ihren Wurzeln. Indus haben Sie das noch. Wir haben es schon verloren, aber ich kann es Ihnen wiedergeben. Es ist gar kein Problem. Es ist der Aufstieg zum Gipfel. Mannesmann! Mannesnamen, Mannesnamen des lüsternen Rauchen im Café, die Runzeldurst, der Ventilator plärrt, um Mannesnamen schwülstigen Gebrauch. Gelbes Ei aus tiefen Poren und Mannesnamen in deutschem Mund, Schlechtes dringt an Namensmann, um das sein Ego gleich vergilbt.
Entbehrungskünfte etruskischer Eisbären. Die sind fix. Der Gang des Eisernen ist unendlich, erweiche vor Gott. Doch eines bleibt, sofort wieder untertauchen, in das morastige, verstunkene kleine Loch, schwallend, organisch, wirkender Schizophrenie. Ja, der Schizo, God save the Queen. Und weiter geht's. Wie gesagt, die etruskischen Eisbären wollen sich patentieren lassen. Genau hier komme ich ins Spiel. Jederzeit einsetz- und austauschbar. Und wenn die Lust auf einen Fick die Eichel trübt, auch dazu zur Verfügung stehen, stehe am Fenster und erwarte das Eintreffen der obrig erwähnten Morast-Schizos, die sich ja eigentlich schon vor einem Jahr angemeldet hatten. But who cares? Wir kennen ja die Etrusker. Das Opferblut's Gold schimmern. Die einzeln schreißender Kräne über den Park. Des Birkenlaubs Gold schimmern. Die Wiederkunftsgesten der Dachfenster Gold schimmern. Der Herbst fängt wieder an und Heilige sind wir nicht. So sind wir gemacht, so sind unsere Gesichter zusammengesetzt. Das Blut und das Laub und der Goldsonne spielen. Der Nachmittagsstaub in den Kammern. Gesprächigkeit will wir uns setzen. So, denn der Herbst fängt wieder an, sind wir gemacht. Zum Schlachtschuss bereite Soldaten sind wir so heimgekehrt. An Festtafeln Vorbilder für die Geübtheit von Treffen und Namen. Dem Steigflug bereitete Engelchen sind wir so heimgekehrt. Mit Himmelchen herbstlich und Cumulus Blick. Wiederkunftssteinern, den Vorwäldlern sind wir so heimgekehrt. Murmelt das Geschrei der brüderlichen Mythen in unsere Zutraulichkeit. Der Herbst fängt wieder an. Die Krankheit schleust sich immer mehr in den Körper ein. Also sitzend, in grün und grün unterlegt, mit rotem Ziegelstein gepaart, passieren den Park, wartend, erholend. Er ist gekleidet in schwarzen, so absorbierendem wie eine helle, großflächige Neonschrift, die vertikal inmitten der einsamsten Steppe Afghanistans wartet, bis ihr der Strom ausgeht. Krumms, bums. Kein Untergang ohne Kampf. Sie mit einer Gleichgültigkeit, die nur Erleuchtete und Objekte so an sich haben. Er wird hier und da, denn er legt sich offen, von ein bis zwei Blicken gestreift, zerrissen und wieder zusammengebaut. Das Gras runzelt seine Rostnerven und er findet seine Ruhe, wetzt nervös hin und her. Er wirkt gerade so, als wäre seine schwerste Aufgabe die Einsamkeit und somit seinen inneren Frieden zu finden. Versucht, so lautet die Deutung, die Menschen, Pflanzen, Steine und Tiere zu ignorieren, sie nicht wahrzunehmen, keine Einflüsse zu registrieren, stattdessen die Flucht in nahegelegenes, noch immer in einer grün anmutenden Zone gelegenes Café. Die Plastikstühle zur Burg aufbauend, den Kellner mit obszönen Flüssigkeiten gespritzend und die Musik mit nervtötenden Rülps- und Furzlauten übertönend verweile ich, bis die Sau aus dem Keller kommt und ihre Rechnung auf den Preis bzw. darlegt. Doch nicht so einfach, aus der langsame Tod will gelernt sein. Auch 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 der langsame Tod will gelernt sein. Vokabular Bergers ist neomarxistisch. Menschen- und Gesellschaftsbild sowie Beispielmaterialien, die abgesehen von den eigentlichen Thesen seines Werkes bringt, verhalten sich zum Marxismus zumindest latent kontradiktorisch. Das Spannungsfeld zwischen der dialektischen Eigendynamik, die seine Begriffe entwickelt, dem recht eigentlich die jedoch dezidiert Spengerschen Kulturbegriff, von dem er wohl ausgegangen ist, machen den Wert dieser Kulturphilosophie aus. Wert sei hier jedoch nicht im Sinne philosophischer Vertretbarkeit, die ich als gegeben habe. Aber man darf nicht aufgeben.
ja, das Landleben. Grüne Wiesen, grünes Wissen, so frisch und wirr. Trotz jährlicher Beschneidung, so tierreich und stabile filigranen Sinn, sind hochspannende Leiter, gehirn und gewohntes. Ja, ja, ich kann es, ich weiß es. Wir können es alle. Es ist überhaupt kein Grund aufzuhören. Wir machen einfach weiter. Wir geben nicht auf. Es geht weiter, es geht immer irgendwie weiter. Und wenn man es mal weiter weiß, dann auch wieder wiederholend ergießt. Kommt der Punkt, wo man sich überlegen muss, unerschwinglichen Dimensionen der angehenden Monokultur geprägt und somit den Bedürfnissen angepassten Hightech-Spielzeuge, Tucker, alten Traktoren und ähnlichem Kraftfahrzeug gleich im Leerlauf. Wir haben ja noch Energie. Ab und dann wir können uns motivieren. Es gibt Übungen, verpassen es gibt Erfahrungen. Zumal das hier. Da kann man mal aufbauen. Das und das Leben, ja, dich doch nur zum Strieber führt. Und das Neue ist ein Risiko. Ich bitte euch, übernehmt die Macht in den Betrieben. Irgendwo. Bei alten Völkern, den Griechen, der Regierung üben, den Römern, ist von der Blutschar zermalmt, niemand verblutet im Acker. Niemand ist von der Blutschar zermalmt, niemand verblutet im Acker. Niemand ist von der Flugschatz. Man isst, was man isst. Man scheißt, was noch platzt. Denn der eigene Druck ist doch der Aphrodisierendste. Ich bitte euch, übernehmt die Macht in den Betrieb. In Gruppen gesammelt und im Endeffekt doch wieder vereint, anstatt das Revier in ethnischer und ethischer Reihenfolge für einsame Herzen zu reservieren. Es geht nicht darum, einfach Gesehenes wiederzugeben, auch die reflektieren nicht wollen. Auch die nicht reflektieren, das ist es, worum es geht. Man muss sich konzentrieren, um die Dinge zu reflektieren, die wir hier vorhaben. Die Stolzwoller. Die Stolzwoller natürlich, die regelmäßig geschossen und am Markt verfremdet werden. Das hat alles ja, eine Bedeutung. Ja. Das ist ein Sinn dahinter. Hat es mir angetan. Tiefer Sinn. Das Landleben. Man darf sich gar nicht der Illusion hingeben, dass es keinen Sinn ergeben würde. Ja, sie ficken, scheißen und stinken und aus allen Rohren. Wir drücken den Sommerfeeling. Sie sind zu gefangen und weise zu sein. Zu gefangen. Ich spüre es deutlich. Alles, was liebt, gehört du einatmen. Nie und nimmer derselbe Arsch, man selbst. Diese Luft platziert sich überm inneren Haupt. Ja, ja, das Land. Sollten wir das alle machen. Dann das Landleben. Da findet man noch was. Ja. Hier ist doch was da. Das ist ein Haus, das hat Geschichte. Da kann man was schöpfen. Er ist der Honig in seinem Leben und kann es ihm trotzdem nicht versüßen. Er ist der Honig in seinem Leben. Er ist der Honig in seinem Leben. Atmen! Er hat ihn nicht versüßt. Denken! Er hat die schönen Augen. Er hat die schönen Augen. Er hat den schönen Mund. Er weiß sich zu benehmen und lebt allein gesund. Fühlen! Er ist das kleine Arschloch mit kontrastären Zügen. Er lebt, er fickt, er isst, er Kunst, sie Frau, er Mann von Honig mit Blütenstaub im Haar und Schweizer Krachern im Arsch. Die Welt, die geht, die Welt, sie wächst, Trauer, Freude, Drachenodem, 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 Drachenodem. Man kann ja auch mal wegfahren. Trauer, Freude, Drachenodem. Sein Ortswechsel, habe ich gehört. Bukowski sitzt auf der Mauer. Soll sehr gut tun. Und wichst sich voller Liebe ein. Und da sie kommt und geht und lacht die ganze Zeit. So in einer neuen Umgebung vielleicht. Good old Ectoplasma-Trips. Ja. Bekommt man da was mit? Da kann man was machen, ja. Das ist doch was. Da geht man dann umher und trifft lauter neue Leute, die man noch nicht kannte vorher. Und versucht nicht auf Zigaretten. Andere Angebote reinzufallen. Er berührt das glatte Metall. Man weiß ja nicht, was dahinter steht. Man weiß ja nicht, was das ist. Er atmet. Ja, da sind Leute über uns, die des Himmels und wir wissen, worum es geht, aber wir? Nein, 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 nein. Die Windstille auf der Haut, wie sie hier. Wir haben keine Ahnung, wir sind ausgeliefert. Das Erinnern von Lärm aus dem Wald. Halt, halt, halt. Hier, das ist.
sein Kopf, der sich neigt, die Panik angesichts von Horizont, Quecksilbersäulen. Niemand ist von der Pflugschar zermalmt, niemand verblutet im Acker. So. Jemand liest aus der Ilias vor. Das kann man geben, habe ich gehört. Dann die Stimmen der Mädchen mischen sich mit dem Staub. Dann hat man Inspiration, lebende Gründungen, Hoffnung, Geschehen und Liebe, Geweide noch und Macht und Energie. Das junge, lebbare Blatt der Feige in ihrem Körper beherbergt, entwich. Langsam, leicht in der Höhlung verwoben, strömte auf den Boden ihrer etruskisch eingerichteten Küche. Sie nahm jedoch auch auf, rezipierte den Ausgleich oder machte es zuweilen möglich, ihn zu rezipieren. Als man sie jedenfalls alle Glieder von sich gestreckt fand, hatte sie jegliches Ocker des Raumes absorbiert. Smith, Jacobi, Gattes wurde zu jener Erscheinung hinzugezogen. Er hätte auch keine andere Wahl gehabt, so zum Beispiel diese zu Ratenziehung abzulehnen. Denn er wurde aufgrund seiner Entscheidung in der Rollenwahl zu einem Untergebenen. Somit schaute er sich jene Sache an. Nun mal. Man sah, dass sie von Anfang an oder zumindest über längere Zeit gebläht und gepumpt worden war. Und dies wiederum ließ auf längeres Leben in der Maschine schließen. Eine Einrichtung, die ja nur auf den Erzeugenden zuteil wurde und es ihnen ermöglichte, in ihr Perioden der Seelenwanderung zu verbringen, welches den Affekt mit sich brachte, dass die in der Maschine beherbergte Person sich nicht in neuen oder veränderten Manifestationen einfand oder sich mit ihnen zurechtzufinden hatte. Nun stellte sich die Frage, was dieses junge Geschöpf dazu veranlasst haben könnte, sich auf eine derartig beschissene Art und Weise zu verflüchtigen. Sie hatte zwei Zyklogrammverstärker eingebaut, welche es ihr ermöglichten, innerhalb mehrerer Sphären gleichzeitig sich aufzuhalten und somit auf verschiedensten Ebenen zu wirken. Fängt mal wieder von vorne an. Abermals ein Privileg, welches nicht von vielen auf legalem Wege zuteil wurde und noch weniger auf nicht durch die Trabanten genehmigte Weise, denn sie hatten einfach exquisites Equipment, während alle anderen nur an gefurchten Drüsen rumbastelten. Das Gleiche. Dies ging meistens schief. Und so endete man auch meist als durch Tranquilizer am Leben erhaltenes Stoßgebet. Kurzum, Blitzkrieg. Groß. Oh ja, das Landleben. Oh ja, das Landleben. Grünes Search und Bottomless, lilas. Dieser Berg wie in Erwartung, dieser der Traum nach der Panikattacke bildet sich unter den Beinen geäumt. Es ist Abend geworden, komm schon, sag was, weil es ist Abend geworden. Irgend so ein Geräuschlein, so ein nach der Panikattacke geraschelt. Ja, super. Und super schmiegsam dann auch noch. In diesem Leben Colonel Shitfuck Sergeant Bottomless Horizon, den wir bewohnen, seit wir es uns ausgesucht haben, in diese coolen Marschrhythmen gehüllte Marschiermarsianer zu sein. Fremdhimmelbetrachtig, fremdblauäugig Soldatentumstiere. Dieses nach der Panikattacke Schicksalskampfes auf Wagner Scheiße, nicht auf Wagner internationale Fickzone. Da steht ein billiges Essen auf dem Tisch und die Kellnerin will bumsen. That's good. Wo die Endstation sei, fragte er sich und ging aufs Klo. Weg! Leerte seine gin-gefüllte Blase und putzte sich seinen Pilz verklebt, eichner Geheimversteck für volksmanipulierte ebensolcher Zerbrechungen der amerikanischen Botschaft. Ah, Endorphine im Geschlechtstrakt. Man kann sich das überlegen. Mal dieser Ausblick zur Endlichkeit. Dazu kommt, welche sich später noch aufgrund der Situationsabhängigkeit beschreiben werde. Und man beschließt das Erlebnis. Da sind noch Möglichkeiten. Es ist in erster Linie einmal wichtig, und dass man sich eine Jacke... Ich finde, wir sollten alle... Eine Jacke... Da irgendwie... Oder ein Jacke... ...drauf eingehen und
und der Herzöffnungen und der Intellektualität und Vertrautheit nahe liegt. Oder so zumal irgendwie bauen und unsere ganz tiefe Emotionen da hineingeben. Ja, das Gefühl, dass dir deine eigene Wut an jeder Ecke der zu Tode gekrümmten Straßen die Hörner aufsetzt, muss man sich auch noch dazu überwinden, einem selbst ehrlich zu sein und sich beglückwünschen. Fruchtbarkeit gestreift. Ich bitte euch, übernehmt die Macht in den Betrieben. Fruchtbarkeit gestreift. Obszön und in blauer Hose. Fruchtbarkeit gestreift. Traut er sich, mir gegenüberzutreten? Oh, diese scheiß Kolonialisten, fahle Haut, Menschen verachten. Wie soll er bloß über die Runden kommen, wenn er nicht fingerlutschend und Arschloch putzend im exteriorialen Fickstil gezeichnet Frosch und Hugo? Wenn ihr euch übernehmt, dann macht ihr den Betrieber. Ja. Da ist er. Das kann man spüren. Das kann man fühlen. Da ist was. Ja! Lässt sich vielleicht ein solcher Überfall vermeiden und wie? Ich bitte euch, übernehmt die Macht in den Betrieb. Wohl nur so, dass... Ökonomie ist der Zustand, in dem sich der Mensch außerhalb des Normos seiner Gesellschaft bewegt. Daher außerhalb der Gültigkeit und Funktionalität ihrer Regeln, Verbannung, Grenzzustand, Augen, den Einzelnen bei der Stange zu halten. Mit anderen Worten, um folgendes reines Produkt Menschen, man muss nur die Muster lesen, wonach es überall ist. Gesellschaft der Grenzzustände, ich würde gerne laufen, in dem sie Menschen nur verstehen, den richtigen Blick haben, diese Einheit, den Umwelt aufnehmen, und dann gibt es da eine Chance, da gibt es eine Möglichkeit, da gibt es Licht. Wo ist sie aus? Ja, ich habe die Institutionen jederzeit ebenso über ihre Gesellschaft, die nämlich letztlich in ihrer Wahrheit das Anomische draußen zu halten. Bedenken wir voller Mund, das ist Gefühl, das ist der ganze Körper, religiöse Legitimation liegt vor, wenn dieses Wissen eine mehr oder minder transformiert, Kosmos. Makrokosmos schirmt sprechen. Hört meine Chance. Wenn sich die Institution etwa des Priesteramtes. Dann geht's ans Geschäft. Man verdient, wenn man das Volk reiht. So, wir haben die Gesellschaft als hin und gewunden durch die Heilige. Das ist nomisch aufgeladene Größe. Die Wirklichkeiten ergreifen. Und so objektiviert sich das Staat. Man nimmt sich einfach, was man will. Da ja in der Phase ihrer ersten Legitimation über den Gesetzen Einsetzung unterlag. Für jedes Ziel, das Individuum sieht sich so in den Stand ausdenken, seine Position im nomischen Kosmos anhand seiner Teilnahme an den Ritualen und in der Hierarchie der Institutionen festzustellen. Religiöses Ritual hat genau diese Funktion, Erinnerung des Individuums an die nomische Macht, an die es und die Institution gebunden sind. Somit auch Erinnerung daran, dass die Institution Macht über das Individuum besitzt. Legitimität benötigt eine Plausibilitätsstruktur. Je bedrohter durch Beobachtung die Plausibilität, desto komplexer und schwerer nachvollziehen die Legitimation. Erklärungen für anomische Phänomene, Traum, Tod, Krankheit, die Plausibilität bedrohen, anhand religiöser Legitimationen, nennt Berger Theodizeen. Das gesellschaftliche Substrat der Theodizee ist die Gebundenheit des Einzelnen in der Gesellschaft, die Transzendierung seines sozialisierten Aspektes in ihrem Nomos. Dies bedingt etwa, wenn zur Erklärung gesellschaftlicher Ungleichheit herangezogen, Eine masochistische Grundhaltung.
Eine masochistische Grundhaltung. Eine masochistische Grundhaltung. Eine Idee. Eine masochistische Grundhaltung. Irgendetwas. Geh doch. Irgendetwas. Geh doch. Irgendetwas. Geh doch. Und dann nachlässig. Geht's da weiter? Geh doch einen Tag nur. Verzichte dann auf den Krampf und den Antrieb deines Körpers. Nimm mal einfach diesen Halm. Wenn du mit ohnehin geschundenen Füßen deine Wiedermann lassen vernachlässigt. Pass wieder auf, und komm zurück. Und geh man nur. Kommt zurück, man kommt zurück in die Gesellschaft. Geh nur, wahren Fußes durch den Koloss. Man geht in den Supermarkt, man nimmt das alles wieder mit. Nicht gerade einladen. Und dann geht es weiter einfach. Mach nur. Na gut. Kommt dir nicht verfolgt vor. Das ist einfach eine Sache des Willens. Wenn ich das Unsichtbare muss den Willen haben. An deinen Sohlen klebt. Sie müssen den Willen haben. Wenn sie den Willen haben, ist das erbittere. Alles kein Problem. Düfte leckend hinter dir her, hechle. Duftstoff. Brach es aus ihm heraus wie ein Paukenschlag. Und er zerbarst zu einer milden Portion großlöchrigem Schweizer Käse. Und schrie, ich bin dein, schrie er. Ja. Jetzt hat er sich auch noch die Anführungszeichen verdient. Dein! Und so meinte er es auch. Er hatte sich in mich geschlichen, weil ich mich durch meine schwarzen Fußsohlen enttarnt und geoffenbart hatte, als angreifbares Wesen, das Spuren schreibt und durchaus von Vergangenheit gedrängt triefend am Boden des Schicksals klebt. Hört man auch zu rauchen? Weiters gebraucht er seinen Segen, fügt er ein. Ist kein rotes Fleisch? Seine Abkürzung gelesen. Und dann mir geht es weiter. Kam es vertraut vor. Ja, ich bin glücklich. Ich weiß, dass ich glücklich bin. Mich vom Ruße und Staub zu befreien und mir die Sohlen abzuspülen. Gebraucht er seine Gottgegebenheit. Ist hier so nichts los? Und das betrachtet er sich selbst reflektierend als selbst. Dann weiß man, dass man glücklich ist. Sind alle glücklich. Das ist eine große Familie. Beobachter. Große Familie. Ich denke, seine unfreiwilligerweise sichtbar gewordene Schwäche war es, die es mir seit langer Zeit wieder ermöglichte, mein Schwarz von mir abfallen zu lassen. Abfallen zu lassen und abfallen lassen zu wollen. Ich wusch mir die Füße im zweiten Stock an einer etwas angerauten Wand. Ich war den Lässigen los und behielt aber seine Lässigkeit für mich. Das war er mir schuldig geblieben, dessen war ich mir sicher. Ich aber aß den Käse und genoss besonders die Löcher. Verlieren sollte. Zwischenzeitlich war die Badewanne aber von demselben glorreichen wandelnden Erdhaufenheim besucht worden, was in Form einer dezenten, nicht uneleganten Ockerfärbung sich bei zweiter Betrachtung zu offenbaren begann. So. Man hat nichts Festes mehr. Muss man darauf achten. Gut klar. So leid. Chinesische Spitzendecke. Gut auszusehen. Spätsommer. Das erhöht die Chancen im Beruf. 17.30 Uhr im Park. Das ist eins der essentiellsten. Die Hofhaltung der Tankfürsten. Um Erfolg. Die Dichter wegstreiten der Tankfürsten. Erfolg im Leben. Moonlights wohlbemessene Geste. Worauf es ankommt. Moonlights Sprache. Ja. Na, glauben Sie nicht. Moonlights freundlicher Umgang. Ja. Mit der Belicht in der Landschaft. Ja. Mr. Moonlights chinesische Spaziergänge und diese Sprache am Rande des kunstreichen Bächleins, die zu keimen beginnt. Let the wind speak, that is paradise. Das ist jetzt alles da. Wie wir uns sitzen. Moonlight unter dem Himmel. Aber wenn der erstmal nichts zu sagen hat, der Rede die Ordnungen setzt, das gibt wie er das Thema nennt, den Tod von Carlos Giuliani! Wie wir Barbaren gewesen sein könnten, wie wir Gesänge gehabt haben könnten, wie wir mit den Missionaren des Mithras verständnislos Blicke getauscht haben können. Als das kleine Mädchen die Tür aufmachte, erblickte sie den riesigen Schlund von Katzenfutter. Als er sie sah, fühlte er sich seltsam bewegt. Auf eine Weise bewegt, wie es ihm nie zuvor in seinem langen Leben gegangen war. Schau, sagte sie,
Wir müssen ja keine Feinde sein, es geht auch so. Also gut. So gingen sie zurück durch die riesigen Bunkeranlagen, vorbei an schwerfällig in den Schienen liegenden Stahlbetonsicherheitstüren mit 10 Jahren Garantie. Bis sie ans Tageslicht kamen, gingen sie. Dann war es aber vorbei. Sobald sie von den ersten Sonnenstrahlen berührt wurden, zerfielen sie zu Kobaltstaub und blieben liegen. Einfach so. So passiert das. Wie war das früher? Opa war bei der Wehrmacht und Oma macht Apfelstrudel. Immer schon. Und ebenso zeitlos trägt Mama immer den Batikrock. Aber Gewalt? Junge, Junge, da macht dann ja jeder, was er will. Und jetzt hör endlich auf. Es ist platt und man kann es euch locker vergeben. Es ist platt, aber auszusprechen. Litraset, meine Heimat, wo ich zergehe vor melancholischer Milchbraut beim Augenweiden auf der PVC-Alm. Litraset, eine verlorene Zeit des ungetrübten Schreibens. Als die Worte noch keinen Sinn brauchten, unbelegt und rein waren, reine Zeichen, stets frisch triefend vom Tintensaft. Wie mit neuem Farbband. Tyrann der alten Schule. Labyrinthisches deutet der Dingwind an. Minotaurisch die Funkmasten glotzend. Die Abende kämpfen ihr Rückzugsgefecht. Die Abende mit dem Stiergesicht zur Wand. Wie die Alleepappel durchatmet. Was früher Lieder waren, sind heute die kunstvollen, leisen Momente von Einverständnis angesichts der wechselnden Gesichter. Die Abende kämpfen gegen die Scheißstaatlichkeit, ihr Rückzugsgefecht, der Piper at the Gates und mit dem Stiergesicht zur Wand, of Dawn, der Piper und mit dem Stiergesicht und mit dem attischen Brustkasten zur Wand, calling you to join him. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, Sie können es auch schaffen. Machen wir Sie die Sachen so wie ich und auch Sie werden ohne Probleme 36 Stunden lang wach sein können, ohne es zu bereuen. Das muss man erstmal schaffen. Ja, und deswegen würde ich vorschlagen, wir alle stehen jetzt auf und machen eine gemeinsame Übung der Energie, der Heiterkeit und genießen einfach diesen wundervollen Moment. Ich habe vorher für Sie gebetet. Ja, Sie mögen es nicht glauben, aber es hört nicht auf. Dieser Tag ist ein guter Tag und er wird nicht aufhören, ehe wir alle nach Hause gegangen sind. Deswegen müssen wir jetzt einen Moment lang ganz, ganz still sein. Die Differenz der Diagonalen eines Rhombus sei gleich 10, ein spitzer Winkel gleich 50 Grad. Wie groß ist die Seite der Flächeninhalt des Rhombus? In einem Kreis schneiden zwei Durchmesser einander unter dem Winkel Phi gleich 36 Grad, 21 Minuten und 40 Sekunden. Verbindet man ihre Endpunkte, so ist die eine Verbindungssehne um D gleich 409 Dezimeter größer als die andere. Wie groß sind danach die Sehnen? 100 Seelen sind. Zur Auflösung eines schiefwinkeligen Dreieckes benutzt man den Sinussatz. Wenn zwei Gegenstücke, zum Beispiel Alpha und Alpha Strich und noch ein Winkel oder eine Seite gegeben sind. Von diesem einen Punkt. Wir kommen uns an dem sich alle Wege kreuzen. Gleich sind. An dem man die Energie spüren kann, die davon ausgeht, dass man nicht alleine ist, sodass man hier in diesem Raum zusammen ist und man weiß, da ist jemand. Da ist jemand. Wacht über uns und er beschäftigt sich mit uns und dem sind wir nicht egal. Ja, das ist geil. Ja, siehe,
es ist durch Eivas, den Gesandten von Ruhr, Parkrat, offenbart. Kirche, bedecke mich! Lasst uns alle beten! Gott ist in dir! Hier und jetzt! Nicht außerhalb von dir! Ich weiß es genau! Denn du bist Gott! Doch! Verehret darum das Kaps und seht mein Licht über euch ausströmen! Ich habe es gespürt! Meine Diener sollen wenige und geheime sollen vielen und Bekannten regieren! Auch du und du und du und du und du! Für den Blinden! Wir sind allein! Die Sonne etwas Geheimes und Verborgenes! Wacht jemand über uns! Diese sind Narren, die Menschen anbeten. Leute, sowohl ihre Götter als auch ihre Menschen sind Narren. Es gibt ein eigenes Team. Alle Götter, die Menschen sich vorstellen, sind Ebenbilder des Menschen, da sie seine Für uns alle. Es ist auch unglaublich. Ja, man muss sich das vorstellen. Die Ebene der Verehrung, sind der Falschen, der von der eigenen Vorliebe. Dich, genau dich. Bewältigt sind alle höhergehenden Erwägungen nur geistige Masturbation. Ja! Die altbekannte Aussage, dass die Masturbation nicht käuflich ist, ist in dem Sinne, bitte, in dem sie gewöhnlich verstanden wird, ich falsch. Will es! Hinter dem Argument, dass du für wirkliche Initiation nichts bezahlen brauchst, verwirrt sich lass sie mich Geiz. Einfach spüren! Diese Hoffnung! Dieses Beten, was da ich über uns ergießt. Ein schwarzer Bruder braucht Verehrung, das so ist notwendig geil. Wie die Luft zum Atmen. Ein Gott braucht Verehrung, so notwendig das wie ein Magenspür. Wow. Einen schwarzen Bruder kannst du auch daran erkennen, dass alle dir erzählen, wie heilig er ist. Dass der Weg zum Gottsein erkämpft werden muss. Dass Demut der Hölle angehört. Kommet hervor, o Kinder, unter die Sterne und nehmt eure Fülle der Liebe. Glaube, Liebe, Hoffnung! Ich bin über euch und in euch. Meine Ekstase ist in eurer. Meine Freude ist, eure Freude zu sehen. Man kann es sehen, man kann es fühlen, man kann es atmen. Transformierst du den Ekel in Freude, so hast du einen großen Schritt vorwärts getan und neue positive Energien gewonnen. Die Atheisten dagegen, diese kleinlichen Würmer, die nicht glauben wollen. Und ich bin sicher, auch hier ist jemand unter uns. Aber es wird vergehen. Das oben ist die Magie, das Erfolgsrezept, das ist der Grund, warum wir die nackte Pracht von Nuit, sie beugen sich in Ekstase zu küssen, die geheime Leidenschaft von Hadith, der geflügelte Globus, das sternbesäte Blau sind mein, o Amt Afna Konsum. Kann man genau hinhören, kann man ganz genau hinhören, kann man das hören. Verflucht sei, wer aus der Frau den Himmel und aus dem Mann die Erde macht. Die das sagen, was unsere Seelen sprechen. Nun sollt ihr wissen, einer ganzen Generation der von Raumfahrern, was ständig auch mit den Schatten, die der Kopf aus der Wand treibt. Das ist das Werk der Guten. Wir sind sicher, Tempel an dieser Dressur des Silbermondes entrungen, atmen zu dürfen, wie hier nichts und niemand je geatmet hat. Vom Stahlglanz der Texte, von der Redeweise einer ganzen Generation von Raumfahrern, wir sind sicher, in unseren Tempelanlagen dieser Dressur des Silbermondes entrungen. Jemand liest aus der Ilias vor. Die Stimmen der Mädchen mischen sich mit Staub. Städtegründungen, Morde geschehen. Nicht Eingeweide noch Vogelflug sprechen davon. Die Welt, denkt er, ist eine Welt von Durst.
der Singsang der Sprache in der Nisten. Niemand ist von der Flugschar zermalmt und niemand verblutet im Acker. Atmung ist bleiern. Wo der Talkessel verflacht, haben sie früher die Hexen verbrannt. Nicht Eingeweide, nicht Vogelflug sprechen davon. Die Knochenflöten gehen vom Vater an den Sohn. Er berührt das glatte Metall. Sein Kopf, der sich neigt. Niemand ist von der Pflugschar zermalmt, niemand verblutet im Acker. Quecksilber deckt er und Blei nervt den Ästen. Die Welt ist eine Welt von Durst. Nichts spricht von der Gründung von Stehen. Doch das glatte Metall und die Stimme der Mädchen denkt er. Die Knochenflöten gehen vom Vater an den Sohn. Die Trockenheit des Himmels und der Erde. Niemand ist von der Flugschar zermalmt, niemand verblutet ist der Mond aufgegangen an den Hängen der Zentralalpen bei Rixdorf und viele singen Ho, hi und hey, ho. Man gelangt an eine steile Schlucht, nur ein winziger Rodelholzpfad schlägt sich über den Abgrund. Verdammt nochmal! Aus einer Felsspalte, versilbert durch Mondlicht, schaut ein Zausel. Wie niedlich doch der Zausel blickt. Verbauten, verbauten! Die Hochgebirge herrscht knapp keine dünne Luft. Auch regnet es häufiger. Mit Blitzschlag ist zu rechnen. Wir haben stets ein Säckchen bei uns zum Streuen von Asche. Bei plötzlichem Eis- und Schneebruch erhält man allerorten praktische Fauteuils in nomadischen Farben. Je länger die Asche, desto geschützter die Glut. Steigt man in Nebelwände ein, haben sich Ersatzbehälter immer bewährt. Man sollte sparsam mit den Hölzern umgehen. Ein zu früh gelöschter Tabakstrunk hat schon oft zum tödlichen Absturz geführt. Erreicht man das Gipfelkreuz, sind tiefe Züge angebracht. Sein Anblick macht uns hoffen. Josef herrscht die Gemeinde an. Wollen wir hier verweilen auf einen Rauchstub oder was? Alle nicken. Man holt aus allen Taschen Zigarren und Aschgruben. Neugierig treten die Bergbewohner mit ihren Ranzen heran. Unter der Gipfelfahne raucht es sich leicht. Hier ist der Waldbuchschüter und Josef, dessen Trockentabak seine Pfeife auf dem Motorrad zerbrennt, erschrickt über so viel Verdruss. Hinter den Rapsfelsen ist ein Schäferhund aufgetaucht. Er führt einen Valerianer mit sich an seinem Halsband aus Blüchers finsteren Gewalt. Kann man noch Bier haben? Nein. Das Stichwort. Langsam wird das Alte wieder scharf. Ein neues Bild. Es geht hier um was Ernstes, ja? Alles so einfach. Da geht es um was. Das kann man nicht einfach so abschneiden, dann hinschauen, sich hinschließen lassen. Da sitzt hier Christus und mit ganzer Wichtigkeit beschaut. Rumlaufen und konzentrieren. Weißes Wesen in der Sonne. Da geht es um was. Ja? Das ist nicht einfach sowas. Nein. Wirklich Gedanken dass gemacht, versucht, Gedanken zu übertragen, von einem dunkelhäutigen Mädchen auf dem Platz sein, in dem in der Sonne stehen und seine Joker-Hände in den Sicht strecken, lässt die Augen schließen, ja, alles hier. So lange auf niemanden mehr gewartet, bis dass er diese Gelegenheit dazu auslassen wollte. Die Schritte des Jokers sind grau. Der Joker hat lange Finger, lange, schmale Arme, schöne Handgelenke. Der Joker lacht. Legitim. Man kann gar nichts machen. Es ist halt so. Es ist halt so. So ist das. Das Joker-Lachen ist hart.
tatsächlich aus dem Tiefen seiner Seele, die wie ein Uhrwerk ist, das hart und laut trocknet. An der Härte seines Lachens hätte auch Joker Freude. Also erst genau die Art von Freude, in der jeder andere lächeln würde. Also das ist ja... Joker lacht, dann winkt er immer mit der linken Hand. Also... Er spreizt den Daumen und den Zeigefinger weg und legt die Hand ein paar Mal hin. Was ist überhaupt mit diesem... Ich sehe nicht die Hand und die Feder hasse. Ich bin stärker. Dieser Zwang war der, der Bade übersetzt oder steht. Er war das Karma zahlloser Inkarnationen des Strebens zum Licht. Es gibt eine heftige physische und psychische Reaktion gegenüber jeder Initiation, sowie die gegen den Tod. Der obige Paragraph stellt nur einen Teil der Wahrheit. Ich bin nicht sicher, ob er nicht ein Versuch ist, den Vers, welcher mich demütigte, wegzuerklären. Ich erinnere mich klar genug, des Impulses abzulehnen und zu gehen und des wütenden Ärgers über die Weigerung meiner Muskeln, mir zu gehorchen. Bedenke, dass ich gezwungen war, einen verächtlichen Widerruf praktisch jedes Artikels meines Glaubensbekenntnisses zu machen, und ich hatte nicht einmal Kram, Entschuldigung, ich war stolz auf meine persönliche Überlegenheit als Poet. Jäger, Bergsteiger von anerkanntermaßen furchtloser Männlichkeit. Dennoch wurde ich wie ein hypnotisierter Idiot behandelt. Nur schlimmer, denn ich war mir dessen, was ich tat, vollkommen bewusst. Fühlt man die Kälte der Menschen. Nicht eine andere Gewalt. Was Wald gewesen ist, so vorstetisch der vorväterlichen Werte genuschelt. Was Wald gewesen ist und eine Waldwichserei für die Auserwählten, dann hat es so Geruch. Violetter Wichsergeruch, Vorväterbartarm mit so Vorväterbartstimme im katholenblauen Frühsternhimmel Atmung, tiefenüsternder Wichser im Vorstadtwald. Keine allzu fremde Gewalt kommt hier über dich. Tief atmen, tief atmen. Als Shadows taller than our souls und so. So also stattgefunden hat diese himmlische Rückgabe. Es ist eine Frage und es ist eine Frage einer Zeit. Es ist also, als ob du Spaziergang in Kurzfassung Rosenkranz. Wir waren noch Kinder, kurz gefasste Kinder. Sollten wir rauskommen, letztendlich. Es gibt verschiedene Arten, verschiedenster Art und Andersartigkeit, die wiederum mehr oder weniger artig sind. Ja, selbst innerhalb dieser verschiedenen Arten verhalten sich ihre Elemente nicht immer artgerecht, welches dann zum Beispiel Elemente, die von sich behaupten können, zu wissen, welches nun eben die Mittel ihrer Art seien und welches eben nicht. Scheiße finden. Somit entstehen Formen der Entartung, die ja eigentlich nur eine Andersartigkeit sind, aber versuchen Sie das mal einer artgerecht domestizierten, non-artifiziellen Lebensform anzuvertrauen. Es gibt verschiedene Arten des Rauschens, in allen Farben, Klängen und Längen. Doch das Spritzige an ihm liegt in der Masse. Wobei ein Vorhandensein nicht vonnöten ist, sprich, die Masse kann flöten gehen. Ich wiederhole, es ist also nicht vonnöten. Das Wort Masse gibt es eigentlich gar nicht. Sie löst sich in ihrer selbst auf, weil die Masse ja niemals die Masse ist. Nicht mal im objektiv betrachteten Moment. Weiters leugnet sie ihrer selbst und die, die sie eigentlich ja bilden wollen, gar nicht zu ihr gehören. Dann entsteht eine Massenflucht. Trotzdem gibt es Elemente oben erwähnter Art, die sich in ihr wohlfühlen. Alles verflüchtigt sich auf die Massen. Massenflucht enden zu Krawalle. Rauch schwarz aus den Schloten gegen einen ziegelroten Abendhimmel. Ein fehlatmiger Zug lärmender Krähen und pappelnd knapp an einer Mauerwurzel biegen sich und überziehen
blendend weißen Waschbeton mit einem filigranen Schattenspiel. Keiner beobachtet, keiner steht still, keiner wischt zu deuten. Wenn man ein Haus macht, dann kann man nicht arbeiten. Aber doch. Ja. Deswegen gibt es in jeder gut eingerichteten Firma einen Pausenraum. Doch, doch. Ja. Raum, da hinsetzen. Mittags, auch nachmittags, auch vormittags, auch abends. Das ist eine moderne Firma, wo lange gearbeitet wird. Da sitzen die Leute dann hin. Machen Pause, weil jemand Pause macht. Besser arbeiten. Doch, das ist wissenschaftlich erwiesen. Deswegen ist sie auch so produktiv. Diese Workaholics immer, die dann so Zeit rumrennen und denken, sie arbeiten und dann verschwenden sie Geld. Sie senden Geld anderer Leute. Die Kahuna Corporation möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie mit Ihren Zahlungen schon 3 Monate im Rückstand sind. Dann kommt Mahnung. Es gibt drinnen Ordnung und es gibt draußen Ordnung. Dann gibt es zweite Mahnungshaus. Die Bewegungen sind Auswüchse der Seele einer Sache, werden zu Ornamenten. Kann natürlich 3 freundliche Ihre wahren und kämpferischen Schutzgeister stehen da und sind nichts als die Wassersteuer an einer Fassade. Was denken Sie denn? Da kann man nichts mehr machen. Das ist so gut gemacht. Amen, und ich sage euch, ein kleiner grüner Kaktus steht aus seinem Balkon. Hollari, hollari, hollero. Und wenn ein Böse so erlebt, was ungezogen ist, dann so, schaue ich ihn verdammt an und frage nach dem Morgenen Zöpfen an unter der Brücke. Solcher Weisheit. Doch, ja, bevor man keinen richtigen Beruf gelernt hat. Nur sage ich, Sterne, die in Talesgründen nicht begraben sein, singt mir zur letzten Stunde beim Abendschein. Singt mir zur letzten Stunde beim Abendschein. Dir, o stilles Tal, groß zum letzten Mal. Ich frage einen, hast du mal 10 Cent? Nein, hab ich nicht. Doch, kein 10 Cent. Eins, nicht für dich. Eins. In der weiten Halle der leerstehenden Zeichenfabrik. Es geht hier nicht um einen der übrig gebliebenen ehemaligen Arbeiter des einst so netz überspannenden regierenden Konzerns. Grund, das Fatale war, mit einem Zweck. Es gab keine Seife. Und sei es nur, keine Seife. Faschisten, Figuren in einem Spiel. Also gemeinsam stinkend und schweißtriefend die archaische Kollegen gegen aus imaginären Zeitaltern der Vorgeschichte durch einen Moloch aus Drecksleichen. Ganz einfach so. Verschiedene Getieren, Leichen, zwischen den Zehen, die kalte Zahn nicht mehr, man kann es trotzdem. Zwischen den verfrieren an so etwas, ja? Erfrieren daran. Glieder meiner Familie, hinter einem Bordstein, diese Hallen Tal unterkühlt, ja? Holen sich den Tod, ein bitterer, Erkältung, Arzt, Krankenhaus, Tod! Die Blasen beim Wasser. Tod! Hat man gar keine Chance mehr. Das ist so, ja, könnt ihr glauben. Das ist so, das habe ich schon öfter erlebt, ja. Ja, keine Frage. Das nun aber rückte sich die Stille in der Rasenreise. Der Kopf von Stephen Hawking auf dem Salbert bei aller politischen Zahlungen eines gemeinsamen Sachverständigen Geräuschens durch Stuhl. Irgendwo ist man ein Punkt erreicht, wo man sagen kann, das ist kein Spaß mehr. Das macht man nicht einfach so, ja? Das ist doch unerhört. Da sollte man doch hierhergehen und denken, die werden weiß was ich, wer was, und würden dann auch noch was hier zu sagen haben. Das kann nicht einfach so weitergehen. Da geht es um etwas, ja? Das ist eine essentielle Geschichte.
Und wenn ich sage essentiell. Legen wir einen Code über die Dingwelt. Lutschen wir sie aus wie ein Renaissance-Gemälde. Machen wir den goldenen Schnitt zwischen unserem Fleisch und diesen bezaubernden Farben. Setzen wir Landmarken von Bedeutung. Lesen wir die Welt. Das ist Menschenschicksal, die Welt lesen zu wollen. Ungeachtet der Tatsache, dass es nichts bringt oder werden würde, dass es bergab geht, dass es unter Kreisen besser war, dass man vorgestern eine wichtige Lektion gelernt hat, dass alles vorübergeht, etc. ist besser als nichts und besser aufgrund solcher Gewissheiten, Schmerz oder Angst zu erleiden, das aufzugeben zugunsten eines Chaos, das nichts verspricht oder zu halten versteht, als das, was du selbst als deiner falschen Versprecher am Eingang dieser Begriff setzt uns in Stand, die Frage nach den Sinnhaften in diesem Kunst aus dem soll stehen. Wird das schon der Stoff mach ist die was. Unterlage ja. Und so Welt, die künstlerische Form. Nein. Aber diese Einleuchtung und Bekannte ja. Sport, ja. Wir doch so gleich vorbringen. Da gibt man sich mal Mühe. Wozu gehen wir den Umweg über die sonst noch geltenden Begriffe? Das Mühe und dann weil passiert da was. Diesem Begriff und dann stockt man irgendwas. Das Ding als den geformten man immer Stock gesünder. Stellt so, ja. Probieren wir es mal. Aber ist nicht gerade dieses Begriff da? Stoff, Form, in demjenigen Bereich gebräuchlich, innerhalb dessen wir uns bewegen sollen? Vergiss es doch. Allerdings, die Unterscheidung von Stoff und Form ist, und zwar in den verschiedensten Spielarten, das Begriffsschema schlechthin für alle Kunsttheorie und Ästhetik. Diese unbestreitbare Tatsache beweist aber weder, dass die Unterscheidung von Stoff und Form hinreichend begründet ist, noch, dass sie ursprünglich in den Bereich der Kunst und des Kunstwerkes gehört. Zudem greift der Geltungsbereich auch dieses Kommerzbares seit langem weit über das Allerwelt, da dies alles und jeden können lässt. Wird gar noch die Form im rationalen Zugang? Und dem irrationalen Wert nimmt man das Rationale als das Logische und das Irrationale als das Alogische, wird mit dem Begriffspaar Form, Stoff noch die Subjekt-Objekt-Beziehung gekoppelt, dann verfügt das Vorstellen über eine Begriffsmechanik, der nichts widerstehen kann. Steht es aber so mit der Unterscheidung Stoff und man hat sich geflext. Wir sollen halten. Dann noch mit ihrer Hilfe den besonderen Bereich der bloßen Dinge im Unterschied von den Kleinen. Machen kann. Doch vielleicht gewinnt diese Kennzeichnung nach Stoff und Form ihre Bestimmungskraft zurück, wenn wir nur die Ausweitung und Entleerung dieser Begriffe rückgängig machen. Gewiss. Aber dies setzt voraus, dass wir wissen, in welchem Bezirk das sein wird, sie ihre echte Bestimmungskraft erfüllen. Dass dieses der Bereich der bloßen Dinge sei, ist bisher nur eine Annahme. Der Hinweis auf die ausgiebige Verwendung dieses Begriffsgefüges in der Ästhetik könnte eher auf den Gedanken bringen, dass Stoff und Form angestammte Bestimmungen des Wesens des Kunstwerkes sind und erst von da auf das Ding zurückübertragen wurden. Wo hat das Stoff-Form-Gefüge seinen Ursprung? Im Dinghaften des Dinges? Oder im Werkhaften des Kunstwerkes. Der in sich ruhende Granitblock ist ein stoffliches, in einer bestimmten, wenngleich ungefügten Form. Da machen wir Pause. Form meint hier die räumlich-örtliche Verteilung und Anordnung der Stoffteile, die einen besonderen Umriss, nämlich den eines Blockes, zur Folge hat. Jo, mal bewusst werden. Aber ein in einer Form stehender Stoff ist auch der Krug, der die Hand, der die Schuhe. Mach hier was. Hier ist sogar noch als Theorie. Die Anordnung Theorie. Eine Frau Theorie. Redet ihr Kind. Sind wenn man zu die notwendige Theorie verfügt, dann verbreiten sie aus, dann werden wir. Wir atmen still. Wir sind dem nicht gewachsen. Ja. Konstrukte aus roten Brettern, aus denen. Ich das Verschwinden von Teilung bemerkte, als Glut und warme Luft und Stimme vom Horizont zu meinen Träumen trat, ganz als sei da nichts. Es ist dahinter! Die Gelenke von Schlafwalden.
Man flüstert, man erinnert sich. Unsere Gesichter sind älter als wir, unsere Knöchel sind älter als wir, unsere Hände sind blutig. Schneisen werden geschlagen, maskierte Kupfer angelegt. Man vergräbt die Hände im Lehm, man beobachtet. Gibt's kein Bier? Unsere Gesichter sind älter als wir, unsere Knöchel sind älter als wir, unsere Hände sind blutig. Sicher, seine Lunge kann ganz schön viel mehr. Du wendest jeden Abend uns den After zu. Und die müde Ruhe plagt mit einer halben Wolke uns hier zu. Immer wieder nur nicht nächtens, wenn das grinsige Bad ersäuft. Ihm alle müde deine Haut wird mit Harz eingerieben. Man läutet die Sterne. Man tritt aus den Schatten, man atmet. Unsere Gesichter sind älter als wir, unsere Knöchel sind älter als wir, unsere Hände sind blutig. Handfeuerwaffen werden geölt, Auszüge aus Tagebüchern laut vorgelesen. Man folgt der Straße, man durchquert Vororte. Unsere Gesichter sind älter als wir, unsere Knöchel sind älter als wir, unsere Hände sind blutig. Tabak wird auf leichte Wunden gepresst. Fleisch. Man öffnet die Tore vom Gefängnis. Alles ist eitel Fleisch. Man wartet auf die Morgendämmerung, man nickt. Nun hatten wir unter dem Kiefermoos immer die Schwierigkeiten mit Roman. Brandherde werden im Zentrum entfacht, weiße Leinen verteilt. Man rennt durch die Stadt. Mal waren es die Russen, später hieß es des Schreins überziehen. Und das ganze Drumflussrad. So kamen wir ins Feld. Musik! Feld, soweit das Auge reicht. Feld, soweit das Auge reicht. Die S-Bahn fährt pfeifend aus der Erde schummelt. Unser Tisch ist reichlich geöffnet. Die Salat der Radstation fliegt sich wie auf adligen Leuchtturmwärter. So nimmt das Leben seinen Lauf. Der Monolog des Leuchtturmwärters am laufenden Adler. Jetzt wieder der Schlag. Bitte euch übernehmt die Macht in den Betrieb. Immer haut die Kanone das Lied herein. Ich sitze selber am Wein vor vollen Früchten. Erglänzt mein Strahl, Schüsselbeton, Glas, Brau, Steine, privat geschnitzeltes, war Lieblingsspeise meiner Brüder. Was machen kann. Ja? Ostern, Pfingsten, vor allem Ostern. Das Ostern haben wir Bratwix gemacht. Das ist ein schönes Rezept. Man sagt, Pfanne auf den Herd, Braten fix rein. Und der Braten ist fertig, fix plus fertig. Ich mach in deiner Schürze mich ausweiden, wie Braten fix. Weißt du noch? Ich bitte euch, übernehmt die Macht in meinem Betrieb. Stundenlang hockten wir anlässlich der Übertragung aus Barnfeld. Es war der 93. Geburtstag. Alles, aber auch alles. Ja, so. Auf! Tannenspitzen voller Farbstoff. Und der Autor zog sich in den hinteren Garten zurück. Erstaunt fragte du, hat er denn hinten auch noch einen Garten? Ja. Mit grenzenlosem Pathos verbunden. Ja. Hinten, vorne, rechts und links. Ich bitte euch, übernehmt den Mann einen Garten. Betrieb, in den er sich zurückzieht, wie er gerade will. Verdammte Scheiße nochmal. Du warst ganz still. Und in dieser Stille rochen wir nach dem angebrannten Bratenfix. Das ganze Bratenfix war in der Küche abgefackelt. Runzlig wurden deine Häute überdies, seitdem legst du Platten auf. Ach, Wolfman Jack. Und während Helgoland untergeht, erklingt das Samsung-Lied von Ronraunja. Vorhänge überwältigen. Ich bitte euch, übernehmt die Macht in den Betrieb. Das von Hermann Tietze kommt. Ah. Ich hoffe, ob einfach mein Name ist.
Und das Grandma. Grandma mag das Memory High. Ich glaube, es braucht jemanden hier. Ich denke. Ich bitte euch, übernehmt die Macht in den Hochschulen. Das Ganze. Leute. Der Champagner Poster. Steht bereit. Alles wird klar. Der Champagner steht das bereit. Leichte. Der Champagner ja. Steht bereit. Man sieht es zu mir. Ja, ein Muster. Seit langem schon bin ich nicht mehr so ausgelassen gewesen. Wir wollen uns vorbereiten. Komm, lass uns trinken. Ich bitte euch, über den Macht und den Betrieber. Komm, lass uns trinken. Der Wagen ist schon fort, um Rea zu holen. Jetzt trinke ich mit dir. Aber sobald ich den Wagen höre, werde ich mein schönstes Kleid anziehen. Ja, erröte nur. Wir werden gleich in einem Separé zu Abend essen. Ich will mich amüsieren, mit euch lachen, so als ob ich noch in eurem Alter wäre. Aber nach dem Essen werde ich euch allein lassen. Ich bete dich an, Maman, aber trotz allem, ich werde traurig sein, wenn du weggehst. Aber schau doch, ich bin nicht mehr in deinem Alter. In deinem Alter, Pierre, weißt du, da würde ich mein Kleid an den Dornen zerreißen, in den Wäldern leben. Ich schenke die Gläser voll. Ich würde mit dir in den Wäldern leben. Trinken wir. Nein, Pierre, ich würde allein in die Wälder laufen. Ich war verrückt. Und es ist richtig, ich bin auch heute noch verrückt, auf dieselbe Weise. Aber in den Wäldern, da würde ich reiten. Ich würde den Sattel abnehmen und meine Kleider ausziehen. Pierre, hör zu. Ich bin mit dem Pferd durch den Wald gejagt. Damals geschah es, dass ich mit deinem Vater schlief. Ich war nicht in deinem Alter. Ich war 13 und ich war tollwütig. Dein Vater hat mich im Wald gefunden. Ich war nackt. Ich glaubte, dass ich und mein Pferd, dass wir Tiere des Waldes wären. Und so bin ich zur Welt gekommen. Ja, so. So bin ich zur Welt gekommen. Plötzlich fing meine Mutter an zu weinen. Sie zerfloss in Tränen. Ich nahm sie in die Arme. Mein Kind, sagte sie, mein Kind der Wälder, küss mich. Spielerende, du kommst aus dem Laub der Wälder, aus der Feuchte, die ich genoss. Aber deinen Vater, den wollte ich nicht. Ich war böse. Als ob ich nackt fand, hat er mir Gewalt angetan. Aber ich habe sein Gesicht blutig gekratzt. Ich wollte ihm die Augen auskratzen. Spiele enden. Ich habe es nicht vermocht. Mama! Schrie ich. Was wusste was im alltäglichen Beruf? Aber wir sollen gewinnen. So kam der Tod. Syrische Jungärzte halten Mösen unter ihre Mikroskope. Aber sagt man das, schon ist man Rassist. Klaus, raus! Blixer bangen zu dem Feuer, Teppiche aus Menschenschweiß.
Pläne. Versuch mir nur, dass die Menschen so leer, Ruhe in der Tunnel, sie rufen, wird es immer so werden. Ich gehe durch Straße. Hier ist nur was der Nase. Meine Welt. Meine Welt. Meine Welt. Hier wird ein Himmel vor uns. Meine Welt. Hier ist nur was der Nase. Meine Welt. Meine Welt. Meine Welt. Meine Welt. Was ist das? 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 Was ist das?